Ja, doch schon. Weißt du, was, ja, was ich blöd schon finde? Was denn? Tatsache, dass ich jetzt von dem winzigen Liedabschnitt, den du da vorgesummt hast, da jetzt einen winzigen Liedabschnitt vor so einem Ohrwurm hab. Was, wie? Nein. Was? Nein? Nicht? Wirklich? Ich kann nicht pfeifen. Oder zumindest kann ich nicht so pfeifen, dass ich die Türen auch in einem Ansatz treffe. Warum wolltest du überhaupt pfeifen jetzt? Weil das der einzige Liedabschnitt ist, in dem kein Text ist und ich den Text kaum kann. Von? Von diesem Jim Knopf-Lied da, eine Insel zu bergen und... Ach nee, das meinte ich doch gar nicht. Was? Meinte das nochmal, das mit dem Gehen Westen voranschreiten? Ach so, Go West oder wie? Ja, weil das andere hattest du nie angestimmt. Soweit ich weiß. Ja, zum Glück summst du leiser genug, dass dein Mikrofon dich nur ab und zu freischaltet. Oh, ja, gut. Muss ich halt näher dran. Ja, ist jetzt nicht unbedingt ein großes Problem, also. Nach einer Einschätzung habe ich die Töne gerade getroffen. Ich meine, davon abgesehen, das will sich doch jetzt eh kein Mensch mehr anschauen. Ich meine, wir haben seit gut 2 Stunden keinen Content mehr geliefert. Wir labern nur noch Müll und das auch nur noch grenzt. Ich meine, wir nehmen doch eigentlich nur für uns auf, ne? Ja, und für die 2-3 Leute, die zuschauen. Nee, ich meine, Xerox sieht das glaube ich nicht an. Falk ist sowieso komplett inaktiv geworden, Minecraft-technisch. Ja, dann haben wir noch meine Mutter. Stimmt, die ist ja auch noch da. Ja. Guten Tag, guten Tag. Genau, fühl dich angesprochen. Das wird sie mir eh wieder vorhalten. Was, dass ich weiß, dass sie mit zuschaut, oder wie? Nee, dass wir sie jetzt gerade gegrüßt haben. Ach so. Und dass ich jetzt gerade darüber herziehe, dass sie es tun wird. Oh mein Gott. Na, weiß ich nicht, wenn sie bis hierhin durchhält. Oh. Ich meine, ich kenne sie jetzt nicht so wirklich. Haben sie nur mal ganz kurz auf dem Konzert getroffen. Welchem? Dem Konzert. Genau, gut, danke. Jetzt weiß ich wieder von wo du redest. Gut, Tanzbrunnen. Ja. Was jeder, wo wir wohnen. Es gibt, glaube ich, mehrere Tanzbrunnen. Bin erstaunt, dass ich... Was? Wo ist der? Wer? Ich muss Markus jagen. Was? Du bist tot? Warum bist du tot? Ich dachte, ich wäre tot. Ich bin gerade mit so circa 3 Herzen runtergefallen. Mhm. Von der Klippe und ich habe zum Glück mit einem halben Herz überlebt. Alter! Nein, geh durch! Der leckt es auf meiner schön. Seite. Leckt es oder wie? Ein bisschen, ja. Zumindest wenn es durchs Portal geht. Ja, muss ich schon sagen. Ich finde es nämlich schön, wie ich gerade jetzt 3 Minuten auf einen Lavafall gestarrt habe, der einfach mal halb in der Luft stehen geblieben ist. Okay. Der aus dem Berg rausragt in einem Schneebiom. Das war schon episch. Nein, also, scheiß Leck. Es wäre die Lava eingebrochen. Oh. Was macht ihr denn noch immer, Burschen? Er hat mich angeschossen. Er ist schuld. Das gehst du als Kriegsheld in die Geschichte ein. Will ich doch. Weil er dich angeschossen hat. Will ich doch hoffen. Ja, dann wird dieses komische, blöde Biom hier mit... Nee. Oms. Ich such doch nur Lilliput. Ich warte nur darauf, dass mein Stahl fertig gekocht ist. Weil ich Stahl koche. Und nicht, ja, ein anderes Zeug. Mann, habe ich krassen Lag. Ja? Ja, sagen wir so, irgendwer scheint sich dadurch Portale zu bewegen. Ich generiere gerade neue Landschaft. Bei mir ist nichts. Mit einem großen Dorf mitten in einem von diesen komischen,
Ach, ihr kennt doch diese sumpfartigen Teile, wo nur die, wo das irgendwie diese Blockwirrwarr ist, nur aus einzelnen Dreckblöcken, ne? Ach, die, ja. Und natürlich haben sich die Villager gedacht, bauen wir doch hier unser Haus. Ja, klar. Macht man, ich meine, wo auch sonst. Hm. Es hat ja einen halben Quadratmeter Land. Ja. Pro Quadratkilometer Wasser. So. Das waren jetzt 3 Liquid Fuel Fireboxes von 4. Markus, solltest übrigens deine Sachen einsammeln. Ja, ich starte gerade neu. Also, FTB. Naja. Ich habe Knowledge Fragments gefunden, yay. Hurra. Und wieder eine Leiter, die nicht attached ist zu gar nichts. Ein weiterer Screenshot. Mhm. Wie viele Fragments denn? 5. 5, okay. Aber noch bin ich mit dem Dorf ja nicht fertig. Ich glaube sogar, das Dorf hat eine Schmiede. Wer hätte das gedacht? Das wollen wir feiern. Was? Want to run in irgendeinem Moll. D-Moll, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Vor allem, weil... Ich hab eigentlich nur, Triumph gehört. This was a triumph. Naja, ich... So, was Witzige... So was ich vom Wort her verstanden habe, war irgendwie Want you triumph. Und okay, das hat dann irgendwie wieder weniger Sinn ergeben. Ja, schon. Wow. Ich hab bei einem Villager die Page für Golderz gefunden, ne? Ja. Warte mal, wie viel die kostet an Emeralds? 3. 58. Wow. Ja gut, ich mein, unendlich Gold. Mehr oder weniger. Ja. Stimmt, Miskas haben wir noch gar nicht überarbeitet. Da kommt bald ein anderer Villager, der den Smaragderz verkauft für 3 Smaragde oder so. Oder für so 2 Fische oder so. Hey, Fledermaus. Tschüss, Fledermaus. Das glaube ich weniger. Warum verdampft die eigentlich? Warum verdampfst du nicht, ist die Frage. Weil die Energiepakete, die ich absammle, nicht groß genug sind. Ja, also da hast du es doch. Oder so. Halbwegs, ja. Na schön, ich laufe im Regen durch dieses riesige, sumpfmäßige Gebiet. Oh. Was ist der fies? Boah. Ich jetzt, oder? Nee, Markus, baut mir den Kellereingang zu. Er könnte wenigstens dabei reden, anstatt nur zu lachen. Eigentlich schon, ja. Nein, wenn ich rede, dann weißt du es ja sofort, also. Du kannst ja auch über was anderes reden. Über welches Thema? Lilypads. Und einfach mal so zum Allgemeinthema etwas beitragen. Irgendwas anderes als kaputte Kellereingänge. Mhm. Ja. Aber das war doch schon mal Anfang. Ja. Nicht viel, aber immer etwas. Nein. Denk nicht mal dran. Und ich habe ein weiteres Dorf gefunden. Diesmal mitten in einem bergigen Dschungelgebiet. Das heißt, die Häuser stehen auf 26 Stockwerken, oder wie? Teilweise. Also, wir haben ein Feld, was irgendwie so 3 Kilometer hoch ist, wo keiner von den Villagern im Leben rankommt, aber es ist trotzdem gut bestellt, also. Und es ist halb in der Höhle drin und, ja. Auf jeden Fall ein recht großes Dorf auch. Hm. Oder nicht unbedingt groß, aber es hat extrem viele Villager. Auf. Ich mach doch gar nichts. Deswegen, ja, mach irgendwas. Unterhalte die Zuschauer, wenn wir warten, dass der Stahl fertig ist. Riesen Airtime, ja. Das waren jetzt ganze 3 Sekunden, die du in Luft warst bei mir.
Wow. Was? Wisst ihr, ich finde einfach nur, das Dorf, was ich gerade gefunden habe, total krass. Ja? Weil das ist wirklich so ein bisschen mit, um es mal so auszudrücken, es hat sich mit dem Dschungel hier so ein bisschen verbunden. Das heißt, es ist teilweise, fehlen Blöcke und dafür sind dann Blätter drin und so, ne? Mhm. Und zum Beispiel in einem von den Häusern, das ist die Bibliothek, da sind zum Beispiel da, wo Fenster sein sollten, sind teilweise wirklich Blätter reingewachsen und innen drin ist, sind Ranken und so. Ist doch nett. Ich weiß, das sieht eigentlich aus, wie als hätte das jemand nachgebaut. Noch ein Screenshot. Ich habe in meinem Leben nicht so viele Screenshots gemacht. Und so bin ich ins Book of Fail geschrieben, merke ich gerade. Wir waren gut heute, glaube ich. Naja, es war einfach nichts, was wirklich noch irgendwas toppen könnte, was da drin steht. Oder mithalten könnte. Boah, ich habe eine Schmiede gefunden, du glaubst es nicht. Ich glaub's. Glaub mir, ich glaub's. Glaub mir, ich glaub's. Glaub ich aber nicht. Ich anders. Wow. Die Schmiede wurde genauso von der Natur eingenommen. Ja. Und da, wo die Kiste stehen sollte, steht ein Stück Blatt. Das ist schön. Und rumlagen eine Crowbar, 4 Cold Coke und 7 Iron Ingots. Der Rest ist anscheinend schon despawned. Hm. Hat er eigentlich. Ich find's auch schön, wie einer von den beiden Lavablöcken, die hier sein müssten, auch ein Blatt ist. Und das andere Blatt einfach nicht anfängt zu brennen. Ach. Dieses Dorf ist schön, das ist cool. Richtig, der Keller ist ja zu. Dorf setze ich mir als Waypoint. Ja gut, warum nicht? Okay. Halt als deaktivierten Waypoint, aber als Waypoint. Ja, Waypoint ist Waypoint, ob man jetzt ist oder nicht. Eben, ich muss ihn nicht unbedingt sehen. So, wie war das mit dem Hardened Glass doch gleich? 2 und 3. Okay. Mehr Knowledge Fragments. Jetzt habe ich 10 Stück. Kann ich mir wahrscheinlich ein cool Fest machen oder so. Okay. Was ich ja schon immer wollte. Natürlich. Wer würde das nicht wollen? Bank. Stimmt. So, warum fragst du eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich fast der Meinung, dass ich hier bald sterben werde, weil ich ständig Fallschaden kriege. Weil ich immer noch dich... Ja, ich sehe nicht, dass ich hier ständig nur auf 2,5 Herzen rumrenne. Das ist natürlich doof, ja. Das obwohl meine Hungerleiste recht voll ist. Okay, aber man muss sagen, mit meinen, im wahrsten Sinne des Wortes, Springerstiefeln hier. Wie auch immer ich jetzt auf diesen tollen Wortwitz kam. Ja, der auch so unglaublich fantabulös war. Ja, klar. Durch ein Jungle Hill Biome. Was will man da groß sagen, ne? Ja, doch. Noch eine Ölquelle. Und immer noch kein einziges Lilypad, nehme ich an. Exakt. Schön. Wir haben mittlerweile Koordinaten 2500, 1700 minus jeweils. Okay. Ungefähr. Also ich bin so ein klein wenig entfernt, ne? Ein bisschen, ja. So, aktualisiere dich, danke. Gern geschehen. Nee, ich rede nur im Tank, nicht mit dir. Ist mir klar. So, die Frage ist jetzt, warum nimmt der nichts an? Weil er stur ist. Weil er vielleicht nur Biofuel annimmt. Das kann sein. Gut, das heißt, wir brauchen eine Destillerie. Destillerie? Mhm.
kriegen wir die so schnell hin? Glaub nicht, ne? Das ist nur ein Block eigentlich. Ja. Apropos ein Block, eigentlich kann hier die zweite Fermente mal weg. Können wir die Stilia stattdessen hier reinsetzen. Nicht? Lass dir mal da den zweiten Fermenter, der ist eigentlich nicht schlecht. Ich meine, es würde halt relativ gut passen. Schon einfach Energie. Ich meine, im Moment, die Skill braucht ja kein Wasser, ne? Sag mir so, eine Sache kann ich bestätigen. Was denn? Wir haben in Richtung Westen, gut, 2 Millionen Blöcke weit, glaube ich, kein Dingsbiom.